herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 3. Ja, kurz zur Erklärung. Dieser Gigameth, der sich verwandelt in, keine Ahnung, wie das heißt, Goroda, Gardena, ich nenne ihn Gardena. Der sich in Gardena verwandelt, der ist ziemlich hart. Ich habe jetzt in ein paar Guides gelesen, wie man den anscheinend schaffen soll, und anscheinend wäre die einfachste Möglichkeit, schreibt einer, man soll einfach alle seine Helden in Dragoons umwandeln. Das habe ich dann mal gemacht, einfach mal zum Testen. Ging natürlich nicht. Der Dragoon hat so eine kleine Fähigkeit, der kann als Sonderfähigkeit springen. Der springt dann in einer Runde und in der zweiten Runde kommt er von oben, springt er dem Gegner auf den Kopf und macht massiv Schaden. Hat den Vorteil, wenn dieser Typ mit dieser, wie nennt sich das, Lightning da Zeugs angreift, mit diesem Blitz, dann bin ich eben in der Runde nicht da. Ich kann in der Runde aber auch nicht geheilt werden. Somit bringen mir vier von diesen überhaupt nichts. Dann habe ich beim anderen gesehen, der macht das mit zwei und hat noch einen Weißmarke dabei für die Heilung. Und das habe ich dann auch mal probiert, aber die Berufsstufe ist ja bei mir überall noch auf 0 bzw. auf 1. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache es einfach so. Es ist auch noch so, dass die Krieger, also alle Grimilis, sage ich mal, die keinen Zauber machen können, wie zum Beispiel jetzt hier der Gorbi und der Matty, die ich jetzt ein bisschen umgestellt habe und nach vorne in die Reihe geschoben habe, die bekommen natürlich massiv wesentlich mehr Damage durch Magie. In dem Fall neben dieses Lightning, das habe ich ja mal gesehen, habe ich mal geguckt, fast doppelt so viel wie die Mages. Und wenn die Mages dann noch hinten stehen, zum Heilen, beziehungsweise der Bishi, um seine Zauber zu machen, dann bekommen die gar nicht so viel. Das heißt, die sind ja schon, haben ja schon eine sehr hohe Stufe, Berufsstufe als Rotmagier und als Schwarzmagier. Die habe ich gedacht, lasse ich einfach so. Die verrecken mir eigentlich nicht, denke ich mal zumindest. Zumindest, und diese, der Gorbi und der Matty habe ich in Dragoons verwandelt, weil das ist schon ein Riesenvorteil, wenn die jetzt da oben sind. Also eine Runde, als man nicht da sind. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache das einfach mal so. Jetzt muss ich aber hier erstmal, wartet mal, wieder ein bisschen leiser machen. So, so ist besser, ne? Ja. Und, ja. Muss ich nochmal gucken, ups, ob ich die richtig ausgerüstet habe. Denn gegen das Schild bringt auch nichts gegen Lightning. Das heißt, die haben zwei Windspeere. Ich habe Windspeere gekauft, weil der Mob anscheinend gegen Wind, also Thunder, nicht Thunder, wie heißt's, Aero-Zeugs, Luftzeugs halt anfällig ist. Und jetzt habe ich die halt komplett umgerüstet. Ich habe jetzt bestimmt schon auch, ich habe denn die Dragoons natürlich noch auf Stufe. Wartet mal. Beruf von Gorbi. Der ist Freiberufler. Der ist Dragoon, ganz oben steht's. Dragoon Stufe 11. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, die auf Stufe 11 zu bringen. Sind wir voll? Voll sind wir, glaube ich. Ja, weil das ist ja ein Riesenfail. Gut, habe ich also alles nochmal abgespeichert. Jetzt geht's hier rein. Ich lese das jetzt nicht mehr alles vor. Ihr habt ja schon in den letzten ein oder glaube ich sogar zwei Folgen schon gesehen, in denen ich ja kläglich gescheitert bin. Also, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Aber ist für mich die logischste Möglichkeit, die ich momentan habe. Ich könnte natürlich auch noch, keine Ahnung, irgendwo da draußen im Wald kann ich rumlaufen und kann einfach noch 10 Level machen, bis sie alle Level 30 sind, Level 40 sind. Und dann wird es wahrscheinlich kein Problem mehr sein, weil dann habe ich so viel HP, dass ich das aushalten kann. Vielleicht noch einen Weißmagier dazu nehmen, der dann auch noch die großen Heilzauber raussprengen kann. Raushauen kann, nicht raussprengen. So, hier wird jetzt der König bringt sich jetzt selbst um. Und dann kommt hier Gigameth. Der sich dann, ich weiß gar nicht, ob das sieht man gar nicht, ob der sich verwandelt in dieses Viech dann oder ob das ein Begleiter von ihm ist oder was. Auf jeden Fall ist der König tot und ich denke mal, dass danach Prinz Alus dann König wird und diesen ganzen, man darf nicht verkauft werden, es darf nichts verkauft werden, man darf nicht raus und so weiter, dass der das dann aufhebt. Aber erstmal müssen wir jetzt hier diesen Gigameth-Typen schaffen. Und ich bin riesig aufgeregt und mir ging es auch echt auf den Sack, dass das, vorher war das eigentlich recht easy, ich war im Level, bin ich recht hoch. Und dann kommt so ein Cockblocker hier. Echt nervig. Komm, töte dich.
König. Also echt schon ein bisschen komisch. Und dann musst du hier wirklich, ich meine, du wirst ja darauf hingewiesen, dass du kriegst auch hier einen Haufen Waffen und Zeugs, wenn du in diesem Turm davor bist und kriegst die Drakonier-Ausrüstung, aber dass du dann wirklich welche du ersetzen sollst und wie viel und ob es auch wirklich so klappt, ich weiß es ja noch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, wenn das, natürlich, wenn der jetzt gleich am Anfang drankommt, sein Dings raushaut, sein Blitzdingens da und dann nochmal in seinen zweiten Angriff einfach draufhaut, dann bin ich auch gleich wieder, ist einer tot, dann kann ich das auch schon wieder eigentlich abbrechen. Aber wenn es mal zu meinen Gunsten läuft, vielleicht, dass ich wirklich die zwei in die Luft kriege, ich werde auch mit dem Healer, also mit dem Rotmagier, immer gleich die großen Heilsprüche raushauen, weil ich habe gesehen oder gelesen, dass der Kampf halt nicht lang geht. Entweder stirbst du in den ersten drei Runden. Oh, wartet mal kurz. Ich habe gedacht, meine Tochter ist wach. Stirbst du in den ersten drei Runden oder hast du halt in den ersten drei Runden down? Der hat circa 10.000 HP. Ich mache jetzt schon ganz gut HP. Damage mit den Dragoons. Das seht ihr jetzt auch gleich. Der springt jetzt. Der haut gleich seinen großen Heilzauber auf alle. Weil ich weiß ja nicht, wer gerade in der Luft ist und wer nicht. Der hat leider keinen guten Angriff, außer halt hier dieses Blitzdings. Und der springt auch. So, jetzt gucken wir mal. Natürlich. Genau das habe ich gedacht. Und Blitzgewitter. Toll. Hätten doch genau schon zwei Stück in der Luft sein, dann hätten die jetzt keinen Schaden bekommen. So, jetzt mal grob mitrechnen. 1600. So, der heilt jetzt natürlich schön gut hier. 1600 haben wir. So, die Eve macht das gleich nochmal. Auf beide. Der macht nochmal einen Eisgar. Boah! Ja, das ist natürlich bombig, wenn der kritisch trifft mit 5000. Dann haben wir 6, 7, 8. Haben wir schon. Und der ist tot. In der ersten Runde hat sich mein Plan also doch ausgezahlt. Wenn das natürlich so ist, dann hätte ich es auch mit vier Drakoniern geschafft, wenn die auf Level 10 sind. Ich habe das probiert, da waren die natürlich Stufe 1. Dann haben die so knapp 1000 Schaden gemacht beim Runterkommen. So, jetzt haben wir, egal, geschafft, durch, fertig, abhaken. 10.200 Chill erhalten, 2.200 EP, Berufsstufe gestiegen. Und ich werde die auch sofort jetzt wieder ändern. Ich will das nämlich gar nicht mit den ganzen Berufen. Ich will, dass meine Charaktere so bleiben, wie sie sind. Und ich die dann level. Okay, jetzt hier. Vater. Lebt er jetzt noch oder stirbt er? Alles, mein Sohn. Gigameth hat mich mit einem Zauber belegt. Er hatte befürchtet, dass du mir niemals für das vergeben wirst, was ich dir angetan habe. Aber du bist zurückgekehrt. Das gab mir die nötige Kraft, um mich selbst umzubringen. Nein, um mich gegen Gigameth und seine Zauber aufzulehnen. Alles, das Königreich gehört nun dir. Beende den Krieg und bringe den Frieden zurück unter die Menschen. Ich verlasse mich auf dich, mein Sohn. Vater, geh nicht! Ich liebe dich, mein Sohn. Traurig, traurig. Ja, nicht wirklich. Ich möchte euch danken. Na, da ist schon drüber hinweg. Ohne euch hätte ich meinen Vater auf ewig gehasst. Nein, Hoheit. Oh, Hoheit jetzt schon. Ihr habt niemals aufgehört, ihn zu lieben. Danke, Matti. Ich werde nun meines Vaters Platz einnehmen und ihm seinen Wunsch erfüllen. Das, was er gegen seinen Willen tat, wieder rückgängig zu machen. Ich bin euch auf ewig dankbar. Ihr habt Saronia und meinen Vater aus den Klauen Gigamaths befreit. Ang lebe König Alus. Ihr werdet ein guter König sein. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt sind wir hier in den Gemächern. Gucken wir uns doch hier erstmal um. Das wird doch toll jetzt. Ist doch bestimmt irgendwas wieder. Ja, da haben wir doch schon was. Ja. Medusa-Pfeil. Ich ziehe mich jetzt erstmal wieder um. Beruf vom Gorbi auf Freiberufler wechseln. Jawohl.
und der Beruf vom Matti auf Kriecher. Arsch. Arsch. Kriecher. Wechseln. Dann gehen wir auf Rüsten und rüsten die mal neu aus. Der hat nämlich jetzt erstmal wieder hier seine... Königsschwert war das Beste, ne? Ja, das Königsschwert. Und hier... ein Heldenschild. Ein Drachenhelm. Ein Drachenpanzer. Die Geierweste hat auch. Ja, und hier kommen... ja, dann die Runenarmschienen. Und die hat ja schon alles. Er hat nichts für die Arme, immer noch nicht. Und warum kann der eigentlich, hat der nur einen Feuerstab? Wo ist denn sein zweiter Stab? Wo ist der Eisstab? Ach, guck mal, hier ist der Eisstab. Warum hat die eigentlich einen Eisstab in der Hand? Die kriegt doch den Dagger dann, oder? So, dann kann der nämlich hier noch einen Eisstab nehmen. Und hier kann er immer noch nichts nehmen. Schade. So, und der kriegt natürlich hier sein HP-Absorptionszeug wieder. Boah, der könnte aber auch... sollen wir den mal doppelt ausrüsten, dass der mal fett Schaden macht? Das machen wir mal. Komm. Eishelm, Eisrüstung, Mithril-Handschuhe. Gut, die anderen zwei sind ja so geblieben, wie sie waren. Ja, dann gucken wir mal, was hier noch so Schönes drin ist. Rostiger Panzer. Was kann der? Was kann der rostige Panzer? Ich muss das noch ein bisschen leiser machen hier. So. So ist es, glaube ich, besser. Gut. Rost... nein. Rüsten. Rostiger Panzer, das ist wahrscheinlich hier, ne? Abwehr 1. Okay. Das ist ja mal toll hier. Eine Eisrute. Kann die jemand verwenden? Die vielleicht? Mit dem Zauber Eisrahmen belegt. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Kann der Bischi das auch nehmen? Ah ja, guck mal. Nehmen wir mal den Feuerstab weg und machen die Eisrute rein. Cool. Hier noch irgendwas zum Klicken? Nein. Hier irgendwo. Oh, da geht's noch. Ach du großer Gott. Feuergrimoire. Was ist das? Das irgendwo. Hier. Ach, das ist so ein Buch. Okay, kann eh keiner nehmen. Nochmal so eine... so ein Dagger. Drachenhammer. Auch nicht nehmen. Der natürlich auch nicht. Der leider auch nicht. Und dann gucken wir mal bei Items, was das kann, das Ding. Drachenhammer. Teil Blitzschaden. Kann leider keiner nehmen. Eisgrimoire. Okay, ist wieder so ein Buch. Golemstab. Aha, aha, aha. Nein. Mit dem Zauberstein belegt. Hm. Macht 30 Schaden. Die greift eh fast nie an.
Aber die Gegner zu Steinmann wäre auch ganz cool. Die kann das gar, der kann das gar nicht nehmen. Und dann gibt man es mal hier. Auf den Schild. Komm, die ein bisschen weniger Schaden, die macht eh keinen Schaden. Dann macht sie wenigstens hier, die werden die Gegner zu Stein. Gelehrtenhut, das hört sich doch gut an. Ach, die hat einen Eishelm sogar, ne? Kann er gar nicht nehmen. Der natürlich auch nicht, ne? Der könnte ihn nehmen. Okay, bringt aber nichts. Hier noch irgendwas? Nein. Ein Bumerang, den will keiner nehmen. Selenbogen. Und Blitzgrimoire, Dingsbums. Hier scheint es rauszugehen. Ich wollte aber da oben nochmal gucken. Saronia ist das fortschrittlichste Königreich der Welt. Besonders in Sachen Luftschiff-Technologie. Ich krieg gleich ein neues Luftschiff. Hat alleine versucht, den Frieden nach Saronia, seinem geliebten Königreich, zu bringen. So, jetzt gehe ich aber mal da drüben raus. Was da dann anders ist. Guck mal, hier wird sogar oben ein bisschen angezeigt, ne? War das hier früher auch so? Also am Anfang bei den ganzen Leveln? Keine Ahnung. So, wo geht's hier hin? Nein, hier ist nichts mehr. Hier wird auch nichts angezeigt. Hier, guck mal, hier wird was angezeigt. Erstmal gucken. Okay, also die Geheimgänge werden so angezeigt. Alles klar. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Super. Geierweste. Okay, genauso stark wie der Drachenpanzer. Man kann auch nicht anziehen. Er kann den rostigen Panzer anziehen. Er kann keine Geierweste anziehen. Warum nicht? Tja. Wikingerrüstung. Aha, aha. Kann auch keiner anziehen. Gucken, was das ist. Ob das überhaupt ein... Ja. Okay, kann leider keine meiner Berufe anziehen. Ein Drachenhelm. Da haben wir genug gehabt. Glocke ist auch für ein... Ich glaube, das ist für Mönche. Nochmal ein rostiger Panzer. Das ist einfach nur Loot. Und noch ein Wikingerhelm. Das andere war Wikingerrüstung, ne? Okay. Gut. Ist hier noch irgendwo was? Nein, das war's jetzt endgültig. Hallo? Hallo? Gut. Wenigstens wurden meine Drakonier oder Dragoons, heißen die, glaube ich. Dragoons. Konnte man die vorher ausrüsten? Das wäre echt blöd gewesen, wenn man da gar nichts bekommen hätte. So, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Was sagt der hier? Wenn ihr etwas über die Geschichte dieser Welt oder Legenden erfahren möchtet, begebt euch zur großen Bibliothek. Oh, da können wir jetzt auch rein, ne? Geil, geil, geil. Was gibt's hier? Vor seinem Tod gab der Großmagus Noah Bruchstücke seiner Kraft an seine drei Lehrlinge weiter. Xande, Doga und Unai. Ja, okay. Die einzigen, die ein Erdbeben dieses Ausmaßes hervorbeschwören können, sind die drei Zauberer des Dalk-Kontinents. Der Motor der Nautilus sollte stark genug sein, um gegen die Winde
um den Dalkontinent anzukommen. Fahrt durch die pfeilförmigen Berge. Ah, jetzt kommen wir. Krieger des Lichts, ihr müsst nun zum Dalkontinent reisen. Der Dalkontinent? Der Name kommt mir bekannt vor. Ja, das ist unten links auf der Karte, also südwestlich. Guter Tipp, dankeschön. Was gibt's hier noch? Nochmal zwei so Fuzis? Ne, ist das die Bibliothek hier? Ne. Immer schön die Kronleuchter abchecken hier. Wir sind die Ingenieure von Saronia, die schlauesten Köpfchen der Welt. Sehr schön, dass ihr euch selbst so betitelt. Wir haben schon auf euch gewartet. Wir haben aus den alten Ruinen ein fliegendes Schiff geborgen und es restauriert. Sie heißt Nautilus und gehört euch. Yay, lasst uns gehen. Cool. Hä, was? Hey, wartet auf mich. Aber das sollte ein Joke sein. Wir kriegen ein neues Luftschiff. Das Schiff ist außerhalb des Schlosses verteut. Und denkt daran, sie heißt Nautilus. Sie ist ein tolles Schiff. Der Motor ist stark genug, um euch durch die Winde, die den Dalkontinent beschützen, zu bringen. Auch zweimal der Hinweis. Du bist ein stolzer Besitzer der Nautilus. Nautilus, kann ihr dann auch unter Wasser gehen? Ah. Ist schnell wie kein anderes Luftschiff. Wäre es nicht toll, wenn sie auch noch unter Wasser fahren könnte? Kann sie das schon? Das wäre wichtig. Das nächste Projekt des genialen Mechanikers wäre es, ein Luftschiff unter Wasser fahren zu lassen. Dieser geniale Mechaniker befand sich auf einem Luftschiff, als die Dunkelheit kam. Was wohl aus ihm geworden ist? Die Nautilus wurde von einem genialen Mechaniker aus dem alten Saronia gebaut. Das ist doch bestimmt. Dann könnte ich nämlich auf dieser Dreiecksinsel, hieß doch, konnte man irgendwo im Südosten, Westen in eine Höhle rein, ne? Ich bin der Meisterkanonier des Schlosses. Ich habe sogar in dem Krieg, der vor kurzem ausbrach, ein Luftschiff abgeschossen. Danke. Arsch. Riesenarsch. Oh, ging's hier rein? Nein. Okay, hier machen wir einen Break. Nächstes Mal gucken wir uns in Saronia um. Da können wir jetzt wahrscheinlich einiges erzählen und kaufen und verkaufen und schlafen und Sachen machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben den endlich geschafft, den Jungen. Es geht weiter. Bye, bye.